Für das erste Rezept braucht ihr 12 Oreo-Kekse, 50 Gramm Frischkäse und 100 bis 200 Gramm Kuvertüre. Die Oreo-Kekse werden dann erst einmal getrennt und die weiche Milchfüllung könnt ihr in eine Schüssel tun. Nachdem ich das erledigt habe, habe ich mir die ganzen Kekse genommen und habe sie in einen Gefrierbeutel gefüllt. Der eignet sich nämlich sehr gut, um die Kekse darin zu zerbröseln. Am einfachsten geht das Ganze mit einem Nudelholz. Zu der Milchfüllung kommt der Frischkäse dazu und danach wird das Ganze erst einmal verrührt. Sobald die Masse cremig ist, kommen dazu noch die Kekskrümel. Achtet aber darauf, etwas von den Kekskrümeln zum Schluss als Deko übrig zu lassen. Auch das wird dann noch einmal gründlich zu einer schönen Masse verrührt. Diese Masse könnt ihr dann für circa eine Stunde in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach stellen, da sich der Teig dann besser verarbeiten lässt. Sobald die Masse dann etwas fester geworden ist, lassen sich aus dem Teig sehr gut kleine Kugeln formen. Und diese kommen dann auch noch einmal in den Kühlschrank. Sobald die Kugeln dann wieder etwas kälter geworden sind, könnt ihr die Kuvertüre in einem Wasserbad schmelzen. Anschließend habe ich jede Kugel einmal in die Kuvertüre getunkt und mit ein paar Kekskrümeln bestreut. Mit den Kekskrümeln dürft ihr aber nicht zu lange warten, da die Schokolade relativ schnell fest wird und dann ansonsten nichts mehr haften bleibt. Und so in etwa sehen dann meine Oreo-Pralinen aus. Weiter geht's mit dem zweiten Rezept. Dafür braucht ihr ca. 200 Gramm Marzipan, ein paar Walnusskerne oder andere ganze Nüsse, zum Beispiel Mandeln oder Haselnüsse, dann noch ca. 300 Gramm Schokolade, 60 Gramm gehackte Nüsse und eventuell etwas weißen Rum. Zum Marzipan kommen dann erst die gehackten Nüsse und dann einen Teelöffel Rum dazu. Ihr könnt den Rum aber auch komplett weglassen oder durch Amaretto ersetzen. Das Ganze verknetet ihr dann zu einem schönen, gleichmäßigen Teig und rollt diesen 1 cm dick aus. Da die Masse sehr klebrig ist, empfehle ich euch, den Teig mit Frischhaltefolie auszurollen, damit sie nicht am Nudelholz kleben bleibt. Dann könnt ihr mit einem Messer eure Lieblingsform zurechtschneiden. Ich habe mich für die raute Form entschieden, ihr könnt die Praline aber auch in Dreiecke oder Quadrate schneiden. Dann müsst ihr eure Schokolade wieder in ein Wasserbad schmelzen. Je kleiner die Schokostückchen sind, desto schneller geht das Schmelzen. Sobald die Schokolade flüssig ist, überzieht ihr eure Marzipanpralinen dann einmal komplett mit Schokolade. Und am Ende könnt ihr zum Beispiel eine Walnuss draufsetzen oder auch Mandeln oder Haselnüsse. Einfach eure Lieblingsnüsse. Vergesst nicht, eure Pralinen dann am Ende noch einmal kalt zu stellen, damit die Schokolade schön fest wird. Das letzte Rezept ist das einfachste und zwar braucht ihr dafür einfach nur eine Pralinenform, verschiedene Arten von Schokolade, Nüsse oder alles Mögliche, was ihr findet. Ich habe sozusagen meine Reste genommen, die ich noch von den anderen beiden Rezepten hatte und habe dadurch einfach Pralinen gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr zum Beispiel auch Zuckerperlen nehmen und die ganz unten in die Schokoförmchen einfüllen. Darüber könnt ihr dann zum Beispiel eure Schokolade machen oder auch noch ein bisschen Marzipan reinfügen. Und ja. Ihr könnt zum Beispiel auch eure eigene Schokolade machen. Ich habe aus meinen restlichen gehackten Haselnüssen jetzt noch Haselnussschokolade gemacht und die auch noch in die Förmchen gefüllt. Und wie gesagt, ihr könnt eurer Kreativität dabei wirklich freien Lauf lassen. Ihr könnt dunkle Schokolade nehmen oder weiße Schokolade. Ihr könnt auch Nougat nehmen oder Gummibärchen, alles was ihr wollt. Die Pralinen müsst ihr dann wieder etwas kalt stellen, zum Beispiel im Kühlschrank oder am schnellsten geht es wie immer in der Gefriertruhe.
Ich habe die dafür circa 5 bis 10 Minuten reingestellt. Das hat vollkommen ausgereicht. Sobald die Pralinen fest geworden sind, könnt ihr sie eigentlich auch schon aus der Form lösen. Wenn ihr oben zum Beispiel noch Nüsse draufsetzen wollt, so wie ich das gemacht habe, könnt ihr auch Schokolade als Klebemittel nehmen. Lasst eurer Kreativität dort einfach freien Lauf. Um die Pralinen noch schön zu verpacken, habe ich mir dann diese Pralinen-Pappförmchen genommen und die Pralinen dort reingesetzt. Ich hatte da noch ein schönes Metallkästchen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eine Keksdose nehmen und dort eure Pralinen reinfüllen. Alternativ könnt ihr auch diese Folientüten nehmen, die man zum Beispiel auch für Plätzchen benutzt. Das könnt ihr dann auch noch ganz schön mit einem Geschenkband verziehen und dann so verschenken. Ja, so sehen dann meine fertigen Pralinen aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch allen einen sehr, sehr schönen Valentinstag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!